Moin, willkommen zu einer neuen Folge meiner Videoserie aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Im letzten Untersuchungsausschuss, da haben wir uns vor allem mit der BaFin und der Bundesbank beschäftigt, mit der bekannten Short-Sellerin, Leerverkäuferin Fahmi Kadir und mit Herrn Hessetaler, dem Macher des Ibiza-Videos, der ausgeliefert werden sollte von Deutschland an Österreich und der allerdings, bevor er ausgeliefert werden konnte, bei uns aufgetreten ist, weil er auch nahegelegt hat, dass es eventuell noch Hinweise geben könnte, die interessant sind. Ich kann leider nicht so viel sagen zu dem, was er erzählt hat, weil es, wie so oft, hinter verschlossenen Türen lief. Erst einmal zum Thema Leerverkäufer, also wenn man auf fallende Kurse setzt mit geliehenen Wertpapieren, also Wertpapieren, die man noch nicht im Besitz hat. Das ist eine Praxis, die ich jetzt als Linker durchaus auch hier und da kritisch sehe. Dennoch arbeiten ja Leerverkäufer mit relevanten Informationen. Und das Leerverkaufsverbot, das ausgerechnet für Wirecard erlassen wurde, dass ein solches Leerverkaufsverbot für ein einzelnes Unternehmen erlassen wird, das ist schon ein sehr einmaliger Vorgang. Das haben uns auch verschiedene Zeugen bestätigt. Und die Shortsellerin Fahmi Kadir, die war bei uns im Ausschuss und hat eben berichtet, wie man in den USA bei der Finanzaufsicht mit solchen Hinweisen vorgeht, während sie im Prinzip von der deutschen Finanzaufsicht BaFin völlig ignoriert wurde. Sie wurde auch verfolgt in den USA persönlich. Und wir haben uns über diese Themen ausgetauscht, auch über die Verbindung von Wirecard zur organisierten Kriminalität. Da gibt es einen Artikel, zum Beispiel in der Berliner Zeitung, zu ihrem Auftritt. Den kann man da sehr schön nachlesen und den werden wir auch noch einmal einblenden. Wir haben uns eine lange Nacht auch mit einer unwilligen Zeugin der BaFin beschäftigt. Sie wollte nämlich auf die Frage, wer alles das sogenannte Leerverkaufsverbot, sie war die Autorin des Leerverkaufsverbots der BaFin, erhalten hat im Finanzministerium, nicht so richtig antworten. Und ihre Begründung war zunächst, sie habe die Kenntnis, wer noch davon Kenntnis hatte, außer irgendwelchen Beamten im Finanzministerium, die habe sie erst nach dem Untersuchungszeitraum erlangt und deswegen könne sie oder müsse sie dazu nicht Auskunft erteilen. Das hat uns natürlich hellhörig gemacht. Also sagen wir jetzt mal, ich finde im Kopierer eine E-Mail von Markus Braun, in dem steht, wo er die ganze Kohle beiseite geschafft hat. Und diese E-Mail stammt aus dem Untersuchungszeitraum. Ich finde sie aber erst heute, also nach dem Untersuchungszeitraum des Ausschusses, da darf ich selbstverständlich diese E-Mail verwerten. Und genau das ist aber nicht die Argumentation von ihr gewesen. Wir haben dann aber nachgeguckt im Untersuchungsausschussgesetz und das Finanzministerium wollte auch noch intervenieren und dann war aber klar, sie muss antworten. Und dann hat sie geantwortet, dass Herr Scholz und Herr Cookies keine Kenntnis gehabt hätten. Dann haben wir gedacht, warum sperrt sie sich so gegen eine Antwort und sagt dann aber, sie habe erfahren durch die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, dass Herr Scholz, Herr Cookies keine Kenntnis gehabt hätten. Das Rätsel wurde kurze Zeit später gelöst. Ich habe dann wie so oft nachts nochmal über diesen kuriosen Vorgang getwittert. Das war eine parlamentarische Anfrage von mir, die ich über den Kollegen Stefan Liebig hatte einreichen lassen. Und da stand das so drin, dass sie nicht direkt Kenntnis hatten von dem Leerverkaufsverbot, das ihnen nicht vorgelegt wurde. Es wurde aber dann durch einen anderen Staatssekretär, der auch auf Twitter unterwegs war, klar, der hat dann offenbart, dass Herr Cookies doch Kenntnis hatte, aber eben nicht unmittelbar von der BaFin, sondern die BaFin hat das einen Beamten geschickt und der Beamte dann an Herrn Cookies. Und deswegen hat sich die Bundesregierung genötigt gefühlt zu antworten, nein, Herr Cookies hatte keine Kenntnis. Und da dann aber eine andere parlamentarische Anfrage wohl vorlag, aus der klar wurde, dass das Ganze so nicht nochmal beantwortet werden kann, weil dort anders gefragt wurde, hat man dann eben vorgebaut und ja, im Prinzip gesagt, doch, Cookies hatte Kenntnis. Und irgendwie hatte man da schlechtes Gewissen, weil man mir ja vorher etwas anderes geantwortet hat. Das war also der Hintergrund dieser ganzen verworrenen Story. Es ging darüber hinaus im Untersuchungsausschuss auch um die Frage, warum überhaupt dieses Leerverkaufsverbot erlassen wurde, denn eigentlich, so ist zumindest eine häufige Rechtsmeinung, ist
gibt es dafür in der Leerverkaufsverordnung Kriterien und die sind relativ abschließend, so zumindest auch die Interpretation, die aus den Akten hervorgeht bei der BaFin. Und in diesen Kriterien steht eben etwas von Finanzinstituten oder Banken, die von systemischer Relevanz sind oder von Wichtigkeit für das globale Finanzsystem. Und die Wirecard Bank selbst, naja, die hat eine Bilanzsumme wie eine mittelgroße Sparkasse. Von daher ist die Frage, ob dieses Leerverkaufsverbot dort gerechtfertigt war. Die Bundesbank hat das ja verneint, hat aber dann keine förmliche Stellungnahme abgegeben, obwohl sie das ursprünglich sollte, und hat auch über das Wochenende ihrem eigenen Vorstand kommuniziert. Das reicht, wenn wir am Montag eine Stellungnahme machen, und dann wurde gar keine gemacht. Und zwischenzeitlich gab es ganz viel Kommunikation zwischen der Vizepräsidentin der BaFin, die jetzt geschasst wurde, Frau Rögle, und Frau Buch aus dem Bundesbankvorstand. Und diese Kommunikation, oh Wunder, fand auch wieder über SMS wohl statt. Und diese SMS befand sich nicht in den Akten, wie das so häufig ist beim Untersuchungsausschuss. Und deswegen haben wir natürlich beantragt, dass das jetzt alles aufgeklärt wird und die SMS geliefert wird. Ja, soweit erst einmal aus dem Untersuchungsausschuss. Herr Hessenthaler, da darf ich, wie gesagt, nicht viel dazu sagen. Ich kann nur so viel sagen, diese ganze Geheimdienstschose, die auch mich teilweise betrifft, dass da ehemalige Beamte des Nachrichtendienstes aktiv sind, des österreichischen Nachrichtendienstes, die nichts mehr mit dem Nachrichtendienst zu tun haben, die alle auf eigene Faust handeln. Und ein ehemaliger deutscher Nachrichtendienstkoordinator Schmidtbauer, der auch auf eigene Faust handelt und nichts mehr mit den Nachrichtendiensten angeblich zu tun hat. Ja, Herr Hessenthaler, der sich in dieser Szene auskennt, auch öfters mal selber mit dem Nachrichtendienst zusammengearbeitet hat, der sagt, das ist eine klassische Methode, um damit Nachrichtendienste Dinge machen können, die sie nicht selber machen können, sich die Finger nicht schmutzig machen müssen, und dass man in Österreich eben, wenn man Informationen zu bieten hat, sehr schnell Zugriff bekommt auf Polizeidatenbanken und Ähnliches. Das waren einige der Dinge, über die wir uns ausgetauscht haben, und alles andere war eben nicht öffentlich und kann ich hier nicht unmittelbar thematisieren. So weit, so gut, so weit, so schlecht. Es geht immer weiter. Wir hatten jetzt neue Enthüllungen im Wirecard-Untersuchungsausschuss, wo es um die Frage ging, ob zum Beispiel Herr Kukis als Aufsichtsratsmitglied der KfW IPEX die Bank angehalten hat, einen Tag vor der Insolvenz doch womöglich Kreditlinien zu verlängern. Jetzt werfe ich niemand vor, dass man guckt, ob es zum Beispiel Arbeitsplätze oder irgendwelche Technologien zu schützen gilt. Aber wenn man selber im Aufsichtsrat sitzt, dann einer Bank, wenn gerade mal 1,9 Milliarden weg sind aus der Bilanz, zu sagen, sie solle doch Kreditlinien verlängern, wenn die Bank selber schon massive Zweifel daran hat, das ist alles doch sehr fragwürdig. Und dementsprechend nähern wir uns jetzt langsam der politischen Ebene, kriegen ein immer klareres Bild, was dort alles stattgefunden hat. Und eines ist ganz sicher, Wirecard war also offenbar kein Unternehmen wie unter vielen, wie es auch die Kanzlerin immer versucht darzustellen, für das man sich engagiert hat, sondern man wollte es retten. Übrigens sogar aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der eigentlich für die Corona-Krise aufgelegt wurde. Das hat man erwogen. Das heißt, Wirecard war so wie die Deutsche Bank für die Bundesregierung ein nationaler Champion, den es zu pflegen gilt. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, zum Beispiel Industriepolitik zu machen und zu sagen, es gibt bestimmte wichtige Unternehmen. Aber das bei einem Unternehmen zu machen, wo doch sehr sichtbar wurde, dass hier offenbar auch kriminelle Energie am Werk ist, das ist doch sehr fragwürdig. Und in diesem Sinne geht es morgen und am Freitag schon wieder weiter im Untersuchungsausschuss, unter anderem mit den Leuten von EY, die immer die Jahresabschlüsse testen, haben, die sich erst eine Aussage entziehen wollten, weil sie sagten, sie brauchen dafür auch eine Entbindung von der Verschwiegenheit von Jan Marschalek. Und das haben wir angefochten als Ausschuss und damit Rechtsgeschichte geschrieben, weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, nein, es reicht im Kern, wenn der Insolvenzverwalter von der Verschwiegenheit entbindet. Und wir werden uns darüber hinaus auch mit einigen Wirecard-Vorständen, der Assistentin von Markus Braun und anderen beschäftigen, aber dazu mehr in meinem nächsten Video. Ich hoffe, Sie und Ihr seid weiter interessiert, guckt weiter zu, denn wir decken hier von Woche zu Woche immer wieder neue Erkenntnisse auf, und so soll es auch sein in einem Untersuchungsausschuss.
Und ich werde Sie und euch deswegen an dieser Stelle weiter informieren. Macht's gut, bleibt gesund.